Guten Tag und willkommen zu Part 8 mittlerweile vom SMM 2 Story Mode. Ja, wir waren stehen geblieben bei Aufgabe 26, beziehungsweise bei Auftrag 26, der große Kampf auf dem kleinen Stern. Hilfe, Bowser Jr. hat den Planetoiden übernommen und will ihn unterjochen. Nein, das war jetzt schon wieder zu viel. Unterjoch? Wer, warum, warum Nintendo? Warum? Oh Mann. Oh, was? Moment, sind das Eisblöcke oder? Oder Wolkenblöcke? Anscheinend Eisblöcke. Die bei dieser Schwerelosigkeit allerdings nicht so wirklich auffallen, also wo der Effekt nicht so wirklich auffällt. So, geht doch. Und man kann echt einfach den Sprungknopf gedrückt halten. Oh Mann. Und ich wollte es davor immer timen. Ah, der Mond. Cool. Oh ja, gut. So früh wollte ich den zwar nicht aktivieren, aber ich glaube, das juckt auch nicht wirklich weiter. So, das war's mit den Münzen. Schade. So. Komm, geh wieder hoch. Genau. Schön. Zack. Weg mit dir. So. Okay. Klappt. Okay. Schon ein bisschen lame. So, weg mit dir. Du machst hier gar nichts mehr. Was? Was war das denn? Oh, Moment. Schon wieder so ein Münzblock. Ah. Kommt immer so wenig raus. Mann. Weil ich glaube, so langsam, das sind wirklich so Wolkenblöcke. Aber spezielle. Extra für dieses Team. Okay. Das war auch schon mal cool. Insgesamt 211 Münzen. Und jetzt können wir auch wieder was Schönes bauen. Der rote Tod ist endlich wieder da. Die Zeit, die der auf der Toilette verbringt, geht auf keine Kuhhaut. Ernsthaft? Du dachtest, der wäre auf der Toilette gewesen? Naja. Sieht gut aus soweit, oder? Nein, es sieht sogar sehr gut aus. Um nicht zu sagen, absolut fantastisch. Wo soll es weitergehen? Eigentlich hatte ich geplant, erstmal die äußeren zu bauen. Den Westflügel und den Ostflügel. Ja, und ich habe sogar noch etwas. So. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Und wir holen dann mal neue Münzen. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. Ja, ja. 12 Aufträge oder neue Aufträge?
Tatsächlich, 12 neue Aufträge. Oh nee, habe ich da... Nachtflug in der Clownkutsche. Och, bitte nicht. Ein Ausspurt. Das hört sich aber gut an. Da freu... Oh mein Gott. Das hört sich alles mega gut an. Schnell das fertig machen. Was ist? 25 Cheep Cheeps besiegen. Roter Yoshi. Was ist Cheep Cheeps? Okay. Besiege mindestens 25 Cheep Cheeps. Oh. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was hier von mir verlangt wird. Aber... Ach so. Dann... Oh, was? Ach so. Okay. Wir können so oder so hier schweben. Und wir können auch hier schön auf den Stacheln laufen. Und die gehen durch die Wände. Ja, gut. ...21 von 25. Haben wir jetzt verkackt? So, gib mir die. Nein, haben wir nicht. Anscheinend ist es mit der Feuerblume echt chilliger. Na, geh rein. Aber ich hätte gerne noch die 10 Coins. Das machen wir dieses Mal mit der... Oh, dieses Mal mit der Feder. Boah, wie langsam man damit fällt. Also wenn man damit nicht beim ersten Mal alle wegmacht, dann... Dann weiß ich aber auch nicht. Ja, gut, Zeit, aber ist jetzt nicht wirklich das Problem in dem Level. Ja, ist tatsächlich mit der Feder chilliger. Wenn nicht zu sagen, schon ein bisschen zu einfach. Tschüss, Yoshi. Was? Ernsthaft? Ja, egal. 10 Münzen hin oder her. Wir haben 150 gesammelt. Und das ist doch auch schon mal was. Okay. Schalten und walten. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die Ein-Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Es erwartet ihn ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran, denn jetzt heißt es schalten und walten. Okay. Also hat man nur einen Try. Ich hoffe, man hat genug Zeit, um zu sehen, was man machen muss. Ach so, man braucht das sowieso. Okay, ich dachte, man kriegt dann, man kriegt dann einen Schlüssel für eine Schlüsseltür, die nur Bonus ist. Und man kann eigentlich schon so ins Ziel. Wobei, es wär ein bisschen lame. Es wäre schon ein bisschen lame. Ist eigentlich schon richtig. Ja, aber komm, es wäre trotzdem cool. Oder ein normales Level, wo man dann halt diese Röhren hinpackt. Und da kann man dann, ja.
Da kann man diese Challenges machen. So. Coole Minigames. Allerdings etwas einfach. Und ich hätte es auch okay gefunden, wenn man nur einen Try dafür gehabt hätte. Trotzdem, ich bleib dabei. Hätte man halt vernünftig nachdenken müssen in der Situation. Nicht so wie ich. Ach komm. Gern hier kurz warten, so wie ich es vorher gemacht habe. So. Eigentlich ganz einfach. Muss man halt nur ein bisschen vorher nachdenken und nicht einfach machen. Aber hätte ich nur einen Try gehabt, wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen. Oh, und die springen daneben. Alles klar. So. So. Nice Challenges. Ich weiß schon was. Na komm. Ja, genau. So, jetzt aber. Ja, ja. Eigentlich naheliegend. Ja. Aber man kann ja nochmal zurück. Also kein Problem. Wobei ich da auch wieder finde, man hätte da ruhig nicht mehr zurückgehen können. Und dafür wäre dann eine 30er gewesen. Oder meinetwegen auch eine 50er. Das wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. So. Flucht vor dem Faulpilz. Vom Chefkoch. South Park oder Nein. Das ist eine coole Idee. Dementsprechend kriegt man auch keinen Power-Up, oder? Oh mein Gott. Alles klar. Gib mir die 10er-Coin. Nice. Kann man den vielleicht ein bisschen austricksen? Und wenn, dann nur sehr schwer. Ah, Moment. Wir sind schon am Ziel. Ach komm, dass ich es nie schaffe. Oder kaum. Da die 10 Münzen zu bekommen.
Oh, und jetzt können wir sogar in der Mitte weitermachen. Also am Hauptgebäude. Willst du den Stand der Bauarbeiten sehen? Ja. Was? Ach so, das hatte 1500 gekostet, nicht 1200. Okay, na gut. Aufträge zu vergeben. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Blinkblock-Bluff. Das hört sich nach den, ja, nach den Blinkblöcken aus Super Mario 3D World an. Da habe ich auch Bock drauf. Um den Truppkrabbelbau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke hineingesteckt. Aber so ganz sicher bin ich nicht, dass man das Ziel auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür für Timing für mich ausprobieren? Kein Problem. Kein Problem. Ach so, die wechseln so langsam. Okay. Na gut, ich weiß nicht, ob es das einfacher oder schwerer macht. Aber anscheinend macht es das einfacher. Ja gut. Ist ja eigentlich ganz chillig bis hierhin. Okay, hier ist Bonus. Das ist nice. So, rein mit dir. So. Und sogar ein Checkpoint? Was? Also, ich finde das einfach genug. Lassen wir ihn noch runterfallen. So. Ja, gut. Wir müssen anscheinend durch. Sonst haben wir keine Chance. Die ganze Zeit diese Pilze. Wobei, jetzt könnte es vielleicht etwas schwieriger werden. Oh, okay. Wie soll man an die 50er drankommen? Okay. Nice. Coole Idee. Geh mal lieber hier drauf, bevor ich ins Leere springe. Okay. Hätte da sogar runtergekonnt. Und diese Pilze, ne? Wie die einen einfach damit zuspammen mit den Dingern. Wofür sollte man die brauchen? Ich meine, wer lässt sich denn bitte hier treffen? Oh. Oh, was ist das denn? Ah, okay. Nice. Also der Level hat mir gefallen. Der war gut. Ich finde zwar viel zu viele Pilze. Hätte man auch ein, zwei weniger machen können. Aber okay. Vielleicht jetzt für welche, die gerade das erste Mal Mario Maker spielen oder so. Oder generell ein Mario Game. Kann man das schon mal machen, denke ich. Und jetzt können wir am Hauptgebäude weiterarbeiten. Es grenzt an Perfektion. Ja, Toadette. Was? Ach, da können wir an mehrere Sachen bauen.
Ich glaube, dann machen wir das zuerst, oder? Kanone. Oder Tore. Nee, ich glaube, man sollte erstmal da... Obwohl, man kann ja sowieso dahin. Was? Hey, ich wollte das doch gar nicht machen. Ich wollte doch einfach nur zurück. Wenn man hier Nein drückt, wird man direkt rausgeworfen, oder was? Okay. Na gut. Dann würde ich sagen... Nee, komm. Wir bauen erstmal vernünftige Tore dahin, damit man richtig hoch und runter gehen kann. So, kann der Bau beginnen? Ja. Erfüll du einfach weiter deine Aufträge und schaff das Geld ran. Dann soll es an uns nicht scheitern. Ja gut. Mehr können wir... Oh Mann, sorry. Mehr können wir hier bisher nicht machen. Heißt, wir sehen uns mal... Obwohl, gibt es jetzt von irgendwem anderen noch Aufträge? Gibt's hier den unsichtbaren Block? Ja, hier gibt's den. Nice. Klettern, ja. Geh mal hoch. Hab mich gerade wieder daran erinnert, dass Mauritius uns ja einen versteckten Block geschickt hat. Und hier ist sogar eine 50er. Was? Ach ja, der Soundfrosch, den gibt's ja auch noch. Ein prächtiges Schloss baut er da. Doch, oh weh, die Umgebung ist trüb und trist. Wenn du einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich Feld und Flur mit Blumen segnen. Das hört sich gut an. Wo ist nur mein Schätzelein? Mich dünkt, es kaulen die Quappen. Bitte geh in diesem fischigen Irrgarten für mich auf Suche. Gib dein Bestes, roter Ritter. Tu ich. Das lebende Labyrinth. Ach, das ist wirklich ein Labyrinth aus Fischen, oder was? Oh, wie cool. Ja, guten Tag. Ich habe zum Glück, bevor ich die nächste Mission angefangen habe, bemerkt, dass auf einmal die Aufnahme abgebrochen ist. Weil meine Festplatte zu voll war. Bisschen unlucky, jetzt müssen wir das nochmal spielen. Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock darauf, aber es soll ja alles komplett sein. Also nochmal. So, hier direkt am Anfang waren wir stehen geblieben. Ja, ich kenne den Level jetzt natürlich schon und muss ganz ehrlich sagen, ich weiß trotzdem nicht mehr wirklich was von dem, nur dass er ziemlich kurz war und ich, wie gesagt, eigentlich überhaupt keinen Bock auf den habe. Ist jetzt ein bisschen schade, dass die Aufnahme abgebrochen ist, weil... Oh mein Gott, Alter. Ich muss sagen, ich bin hier nicht gestorben. Beim ersten Versuch. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Ja. Was ich jetzt schade finde, ist... Der Frosch hat was sehr, sehr Weirdes gemacht. Ich weiß nicht, ob er es nochmal macht, nachdem ich, wenn er noch einen Auftrag hat, noch einen Auftrag von ihm erfüllt habe. Ja, mal schauen.
Und hier muss man sehr gut aufpassen. Weil hier halt nochmal Cheat-Chips sind, die einem das Leben erschweren möchten. Aber sonst ist der Level auch absolut kein Problem. Gesammelt 41 Münzen. Und ja, jetzt sogar der zweite Hammer. Also nachdem wir den die Aufgabe vom Frosch gemacht haben, hatten wir einen Hammer bekommen. Und jetzt halt den zweiten, weil wir es nochmal gemacht haben. Gut zu wissen, dass man, egal ob man einen Auftrag erledigt hat oder nicht, trotzdem einen Hammer bekommt. Und tatsächlich, er hat noch eine Aufgabe für uns. Aber was das ist und was er dann machen wird... Wenn er es denn nochmal machen wird, ich hoffe es. Es war echt sehr komisch. Ja. Ich würde dann auf jeden Fall erstmal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.